Apropos das richtige Geschlecht. Wenn Mann oder Frau nicht ganz das ist, wonach ihr sucht, Einhorn ist vielleicht was für euch. Mika und Andrea haben mir dieses wundervolle Einhorn-Magazin mitgebracht. Da ist, alles drin, was man zum Thema Einhörner so wissen muss. Viel Spaß. Oh mein Gott, stellt euch vor, ihr seid Redakteur bei Panini und eines Tages kommt der Chef zu euch und sagt: Unger, Sie sind jetzt verantwortlich für unser neues Kindermagazin. Ich verlange, dass es in der Zielgruppe einschlägt wie eine Bombe. Die 6- bis 14-Jährigen sollen sich an den Kioskregalen darum prügeln. Ich will, dass ein Schwarzmarkt für die Exemplare auf dem Grundschulpausenhof entsteht, wo die Kinder ihr letztes Taschengeld aufbringen, um eine Ausgabe zu bekommen. Und ihr als pflichtbewusster, treuer Mitarbeiter steht natürlich sofort auf und ruft: Ja, Sir! Die kleinen Rotznasen werden alles tun, um an das Geld für das Heft zu bekommen. Eltern werden beklaut werden, Limonade wird verkauft werden bis zur Bewusstlosigkeit. Und bundesweit wird man das Wehklagen tausender Sparschweine hören, die ihre letzten Angstschreie ausstoßen, kurz bevor ihre Besitzer sie rücksichtslos mit dem Hammer in tausend Stücke zerschlagen. Worum soll das Magazin denn gehen? Und euer Chef schaut euch an, kneift die Augen zusammen und sagt mit ernster, kalter Stimme: Einhörner! Und ihr schaut ihn an, als hätte er gerade Einhörner gesagt. Und das hat er. Er hat Einhörner gesagt. Und dann, um es noch schlimmer zu machen, sagt er noch hinterher: Ja, meine Tochter hat so eine Zeichentrickserie gesehen. Sie meinte, das wäre jetzt voll in. Machen Sie da mal was. 50 Seiten bis Ende der Woche. Ich gebe Ihnen den Grafiker zur Seite. Viel Glück. Tja, und dann steht ihr da. Was macht ihr nun? Naja, erstmal macht ihr ein cooles Cover mit einem Einhorn drauf. Ein cooles Einhorn-Gewinnspiel, wo man Einhörner gewinnen kann. Ein DIY, da kann man sich Einhörner selber machen. Einhorn-Poster, Einhorn-Postkarten, Stars im Einhornfieber. Puh. Na okay, mehr fällt mir dann jetzt auch nicht dazu ein. Bevor wir weiter von Einhörnern reden, muss ich euch was erzählen, das euch bestimmt hilft, dieses Heft mit anderen Augen zu sehen. Wisst ihr, wie man in Swingerkreisen Paare nennt, die eine bisexuelle Frau für einen Dreier suchen? Einhornjäger. Dafür habt ihr jetzt eine schöne Kindheitserinnerung gelöscht und es wird euer Erlebnis für dieses Magazin ein klein wenig awkward machen. Gern geschehen. Laut Editorial muss man Einhörner einfach lieb haben. Sie haben magische Kräfte, sind mutig und sehen so unglaublich putzig aus. Viele Gründe also, ein magisches Magazin zu entwickeln, in dem sich alles um bezaubernde Einhörner dreht. Klar, kann man Magazine über Dinge machen, die nicht existieren. Es gibt ja auch Chemtrail-Magazine. Oder? Moment mal eben. Okay, what the fuck? Es gibt Magazine über Einhörner, aber keine Presseerzeugnisse über Chemtrails? Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Dabei haben Chemtrails doch auch magische Kräfte und sehen unheimlich putzig aus. Ich komme vom Thema ab. Schauen wir doch mal, wie viel Inhalt man zusammengetragen hat. Das hier ist eine Seite mit Einhorn-Must-Haves im Trendcheck. Cool. Zum Glück sind Einhörner nicht nur über den Wolken unterwegs, sondern sie sind auch bei uns zu finden. Sind sie das? Also nicht in den Swingerclubs, die ich kenne. Aber offenbar sind sie über den Wolken zu finden, also Astronautinnen oder Stewardessen dann. Ich notiere mir das. Der Bluetooth-Lautsprecher sieht einfach knuddelig süß aus und kann nicht nur satten Sound machen, sondern schießt über den Powerknopf auch Selbstauslöserfotos fürs Smartphone. Coole Sache. Ah ja, Selbstauslöserfotos per Knopfdruck. Also keine Selbstauslöserfotos dann. Das liegt ja schon im Wort, die lösen sich von selbst aus, ohne dass man was dafür machen muss. Fernauslöser dann, oder was? Aber ist ja auch cool, das bedeutet dann, dass man dieses Ding in der Hand halten muss, wann immer man ein Foto macht und dass es daher auf allen Fotos irgendwie mit drauf ist. Es vermarktet sich quasi selbst, nachdem man es gekauft hat. So wie Beats-Kopfhörer oder Tempotaschentücher. Tolle Sache. Wuhu, lasst uns eine Poolparty schmeißen. Wir wussten ja schon immer, dass Einhörner schwimmen können. Sie können ja eigentlich alles, nicht wahr? Mit dem schwimmenden Einhorn macht Planschen gleich doppelt so viel Spaß. Also das stimmt, mit dem Einhorn würde ich wirklich sehr gerne planschen gehen. Oh Moment, ich sehe gerade, dieses aufblasbare Gummiteil ist gemeint. Nö, das will ich nicht haben. Damit blamiere ich mich ja am Strand. Märchenhaftes Licht gibt's jetzt dank der knuffigen Einhornlampe. So kann man sich im Schlafzimmer in Windeseile wegträumen. Licht an und los geht's Richtung Regenbogen. Da wollten wir doch alle schon mal hin, oder? Oh mein Gott, jetzt ist mir was klar geworden. Es gibt deswegen keine Einhörner mehr, weil die totgemerchandised wurden. Es gibt offenbar eine bestimmte Obergrenze, wie viel Merchandise etwas haben kann, und wenn diese Grenze überschritten ist, dann explodiert das vermarktete Objekt. Schnell, kauft alles von Dagi B, was ihr finden könnt. Wenn ihr genug von dem Scheiß kauft, dann platzt sie vielleicht. Ja, danach habe ich gesucht. Welches Einhorn passt zu dir? Klingt eigentlich wie eine Frage nach dem passenden Sexspielzeug, aber ich liebe ja solche Tests, also schauen wir doch mal, welches Einhorn zu mir passt. Für welchen Snack entscheidest du dich?
Okay, ich entscheide mich für Ananas, weil man weiß ja nie, was der Abend noch bringt. Und wenn es dann soweit ist, will man ja, dass sein Liebessaft auch gut schmeckt und nicht, als wäre es versalzen. Moment mal, das ist das falsche Magazin. Ich bin schon wieder im falschen Magazin, tut mir leid. Ist dein Klamottenstil eher romantisch oder stylisch? Natürlich romantisch. Man weiß ja nie, vielleicht gehe ich ja noch ein Date oder so. Hab ja schon Ananas gegessen. Ich weiß zwar nicht genau, wie ein romantischer Kleidungsstil aussieht, aber ich nehme ihn. Was würdest du deiner besten Freundin schenken? Ein T-Shirt in ihrer Lieblingsfarbe natürlich. Ich schenke ihr ein schwarzes T-Shirt, auf dem mit schwarzer Schrift das Wort schwarz geschrieben steht. Das wird sie beeindrucken. Moment, es geht noch um ein Date, oder? Ich bin verwirrt. Ich muss aber nicht am Ende das Einhorn daten. Welche Farbe gefällt dir besser? Och, ich weiß nicht. Ich fühle mich da schon irgendwie ein kleines bisschen manipuliert. Irgendwie. Ein bisschen. Ich sag mal ganz objektiv und unbeeinflusst. Pink. Was wärst du lieber? Elfe oder Prinzessin? Ewig leben und alles perfekt können oder nur einen doofen Titel haben und alle naselang entführt werden? Ich glaube, da ist die Wahl recht einfach. So, so. Mein Einhorn ist also Magic Rainbow. Warum bin ich nicht überrascht? Herzlichen Glückwunsch! Danke. Du bist selbst schon fast ein Einhorn. Naja, ich würde ja eher sagen, ich habe ein Einhorn. In meiner Hose! Pimmel! Entschuldigung. Deshalb brauchst du einen magischen Freund, der dich ins magische Land hinter dem Regenbogen begleitet. Ist das so eine unterschwellige Botschaft an Kinder und Jugendliche, mehr Drogen zu nehmen? Komm, begleitet mich ins Land hinter dem Regenbogen. Mit diesen bunten Pillen geht's leichter. Naja. Mit Magic Rainbow hast du einen Volltreffer gelandet. Er ist genauso verträumt und kreativ wie du und du kannst ihm blind vertrauen. Es ist genauso verträumt wie ich und deshalb kann ich ihm blind vertrauen. Wie viel Sinn ergibt das bitte? Das ist so, als wäre ich betrunken auf einer Party, will nach Hause, also suche ich mir einen Taxifahrer, der genauso betrunken ist wie ich, weil der wird mich ja sicher nach Hause bringen. Lustig wird es auf der Seite Mythische Einhörner. Das ist dann, glaube ich, 20 Seiten nach der Reise in das Land hinter dem Regenbogen. Wenn die Drogen dann voll wirken, dann kann man sich sowas hier definitiv geben. Einhörner galoppieren nicht erst jetzt durchs Netz und unsere Wohnzimmer. Sie haben eine lange Geschichte. Entdecke die fantastische Story unserer Lieblingstiere. Okay, ja, alles klar. Ich habe das ganze Heft nach einem Disclaimer durchsucht, dass es Einhörner nicht wirklich gibt und nie gegeben hat. Sie existieren nicht, sie sind völlig fiktional. So wie Drachen, Bielefeld oder bisexuelle Frauen, die nach einem Paar für Sex suchen. Wobei ich mir bei Drachen nicht sicher bin. Könnt ihr euch vorstellen, der Drachenlord wäre nicht der Drachenlord, sondern der Einhornlord? Hashtag Einhornlord. Egal, jedenfalls dürfen wir vorstellen, so könnte das echte Einhorn ausgesehen haben. Es heißt Elasmotherium sibiricum und war ein früher Verwandter unseres heutigen Nashorns. Okay, das stimmt alles. Aber wenn es danach geht, sind unsere heutigen Nashörner auch Einhörner. Aber das Elasmotherium hat physiologisch fast die gleichen Körpermerkmale, wurde allerdings bis zu 5 Meter lang und wog so um die 4 Tonnen. Das war kein Einhorn, sondern einfach nur ein sehr, sehr fettes Nashorn. Ein Nashorn, das so fett war, dass es, kein Scherz, keine natürlichen Fressfeinde hatte, weil es sich zur Verteidigung einfach auf die Seite fallen ließ, von der es angegriffen wurde und somit die viel kleineren Raubtiere zerquetschte und ihnen schwere bis tödliche Verletzungen zufügte. Ein Einhorn ist einfach nur ein Pferd, dem man ein Horn an die Stirn geschraubt hat. Das ist nicht so schwer. Einhörner der Meere. Als Seemänner, Englisch übrigens Seamen, und Abenteurer Stoßzähne des Narwals von ihren Reisen mitbrachten, hielt man diese für echte Einhornhörner. Im Mittelalter galt das Einküren, so wurde der spiralförmige Stoßzahn des Narwals genannt, als eines der kostbarsten Materialien und wurde in den Schatzkammern der Königshäuser verwahrt. Das stimmt. Vor allem auf den britischen Inseln waren Narwalstoßzähne sehr beliebt als Snooker- und Billardkös. Deshalb werden Narwale auch als die Einhörner der Meere bezeichnet. Ah ja, alles klar. So, und jetzt, weil ihr alle drauf wartet und weil mir keine Pointe dazu einfällt. Narwhals, narwhals, swimming in the ocean. Pretty big and pretty wide, they beat a polar bear in a fight. Like an underwater unicorn, they've got a kick-ass facial horn. Ja, es gibt auch eine Seite mit Stars im Einhornfieber. Und während hier nur Leute aufgezählt werden wie Kyle Jenner, Anne Hathaway, Taylor Swift und natürlich dem fleischgewordenen Regenbogen-Cookie mit Cremefüllung, Dougie B, kann ich gar nicht glauben, dass die wichtigsten, prominentesten und vor allem enthusiastischsten Verfechter für Unicornism einfach vergessen wurden. Ich rede natürlich von The New Day. It's a new day, yes it is! Ja,
Niemand hat in den letzten Jahren so viel glitzerndes und blinkendes Einhorn-Merchandise an den mit Geld um sich werfenden Wrestling-Fan an den Mann gebracht wie Biggie Langston, Kofi Kingston und Xavier Woods. Und wenn ihr jetzt völlig verdutzt reinschaut und euch fragt, was redet der da, dann wisst ihr jetzt so ungefähr, wie es mir ging, während ich mich mit diesem Heft beschäftigt habe. Das Heft kostet 3,50, was ungefähr genauso viel ist, wie das Loch Ness Monster haben will. Gebt euer Geld lieber dem Loch Ness Monster. Wenn ihr eurem Kind was über Einhörner beibringen wollt, dann schaut lieber das letzte Einhorn oder von mir aus auch My Little Pony. Da habt ihr mehr Inhalt. Das hier ist ohne Mist in 30 Minuten restlos ausgelesen. Das ist sehr, sehr lahm. Das Heft sieht aus, als hätte man das, was von Sami Slimani übrig geblieben ist, nachdem Böhmi ihn mit der Schrotflinte erschossen hat, zusammengefegt und auf ein Heft geklebt und 3,50 dafür verlangt. Nein, danke. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.